Das ist wirklich notwendig, um gesunde Umstände zu schaffen. Mädchen müssen geschützt werden. Jetzt müssen auch Jungen geschützt werden. Ich habe einige Familien besucht, in denen es über 430 Menschen gab. Sie wurden über ihre Biologie aufgeklärt, ohne es zu Sexualerziehung zu machen. Missbrauch findet auf verschiedenen Ebenen statt. Täuschung findet statt. Sie erhalten wilde Informationen überall im Internet. Wie man das auf würdige Art und Weise macht, ist etwas, das gesagt werden muss. Es wird über dich gesagt, Sadhguru kann über jedes beliebige Thema sprechen. In letzter Zeit sprichst du über Sexualerziehung. Und dann ich spreche nicht, jemand hat einen Film gemacht. Stimmt, das war über OMG 2. Also erzähle mir davon, wie relevant, wie wichtig es ist und worum es geht. Schau, dies war eine Kultur, in der Familie bedeutet, ich habe nicht meine Familie, aber ich habe einige Familien besucht, in denen es, als ich hinging, über 430 Menschen in einer Familie gab, in einem großen Haus, in Gokarna, in Karnataka. Ich habe 3 Tage mit ihnen verbracht. Es war eine unglaubliche Erfahrung zu sehen, wie die Arbeitsteilung abläuft, wie alles abläuft und wie alle das befolgen, was ein Mann sagt. In der heutigen Welt der Kernfamilie kann man sich ein solches Leben gar nicht mehr vorstellen. Aber sie alle haben so gelebt. Kinder bis zu einem Alter von 12, 15 Jahren, sie wissen nicht, wer ihre biologischen Eltern sind. Sie rennen einfach überall herum. Als sie so aufwuchsen, gab es für Jungen viele männliche Familienmitglieder. Für Mädchen gab es viele Frauen, die hinter ihnen standen. Sie klärten sie über ihre Biologie auf, ohne dass es zu Sexualerziehung wurde. Normalerweise als ein Prozess des Lebens. Weil es so viele Menschen in der Familie gab, müssen Mädchen geschützt werden. Jetzt müssen leider auch Jungen geschützt werden. Aber damals mussten Mädchen geschützt werden. Und so wurden sie darüber aufgeklärt, was ihr Körper ist, wie sie sich verhalten sollten, was sie tun sollten. Sie sollten niemanden dies oder jenes tun lassen, diese ganzen Dinge. Ganz natürlich sprachen die Großmütter und die anderen darüber. Wenn es der Mutter ein wenig peinlich war, mit ihrer eigenen Tochter zu sprechen, gab es Tanten und Großmütter und Großtanten und alle möglichen anderen Menschen, die einfach mit ihnen sprachen. Das geschah also ganz natürlich. Jedenfalls wurden sie bis zu einem Alter von 14, 15 oder höchstens 16 Jahre verheiratet. Sodass sie alle wussten, was sie wissen mussten. Das Leben spielte sich also einfach so ab. Aber heute sind wir an einem Punkt angelangt, an dem sich jeder ausbilden muss. Das bedeutet mindestens 23, 24. Die Pubertät hat also vielleicht mit 12, 13 begonnen. Aber dann gibt es 10, 12 Jahre Raum, in denen viele von ihnen die Dinge vielleicht nicht alleine herausfinden können. Also muss es ihnen jemand sagen. Es gibt nur die Kernfamilie. Es gibt nur Vater und Mutter, niemand sonst. Und sie sind mit ihren Dingen beschäftigt. Und hinzu kommt, dass sie diese Dinge vielleicht gar nicht richtig vermitteln können. Sie werden vielleicht sehr verlegen, und das Kind wird vielleicht sehr verlegen. Sie können sich vielleicht nicht ins Gesicht sehen, wenn sie solche Dinge besprechen. In der indischen Kultur ist das immer noch so. Und vor allem haben Hochzeiten stattgefunden, weil es arrangierte Ehen waren. Die Eltern haben überprüft, wer sie sind, was sie sind, und es dann arrangiert. Und mit diesem Vertrauen haben Menschen, sowohl Jung als auch Mädchen, mitgemacht, ohne das Mädchen überhaupt zu sehen. Ich kenne viele meiner Onkel, die einfach geheiratet haben, ohne das Mädchen zu sehen, weil sie vertraut haben. Sie sagten, nein, dieses Mädchen ist gut aussehend. Bedeutet, sie sagten, okay, sie ist ein gutes Mädchen, bedeutet, gutes Mädchen. Das ist alles, denn sie dachten immer, ihr Urteil ist besser als mein eigenes. Aber das ist nicht die Zeit, in der wir leben. Heute, wenn sie 12, 13 Jahre alt sind, sind sie online. Sie haben Freunde in den sozialen Medien, diese ganzen Dinge. Missbrauch findet auf verschiedenen Ebenen statt. Täuschung findet statt. Gerade wurde ein Gesetz eingebracht. Bei jeglicher Art von Täuschung, die man benutzt, gibt es 10 Jahre Gefängnis. Das ist also für die Zeiten, in denen wir uns befinden. Vielleicht brauchen wir solche Dinge in weiteren 50 Jahren nicht mehr. Aber jetzt braucht unsere Gesellschaft sie. Weil diese gerade die erste Generation ist, eine leichtgläubige Generation, die in eine Welt hinausgeht, mit der sie nicht vertraut ist, die von einer organisierten Struktur in eine weit geöffnete Struktur hinausgeht. Viel Missbrauch geschieht. Deshalb ist es wichtig, jemanden über seine eigene Biologie aufzuklären, was die Natur seiner Biologie ist, warum man fühlt, was man fühlt, und wie man in einer würdevollen Weise damit umgeht, die würdevoll ist für dich und die Menschen um dich herum. Ist etwas, das gesagt werden muss. Andernfalls werden sie wilde Dinge tun. Vor allem werden sie sich selbst verletzen, sie werden sich schuldig fühlen, sie werden zu kämpfen haben, all diese Dinge. Ich finde, jede Aufklärung ist gute Aufklärung. Was immer nötig ist, muss man aufklären. Wie soll es sonst passieren?
Welche Form der Aufklärung? Die Art und Weise ändert sich von Zeit zu Zeit. Im Moment ist diese Verpflichtung den Schulen zugefallen, da die Familienstruktur nicht mehr so organisiert ist, wie es früher war. Sie besteht nur noch aus 2, 3 oder 4 Personen. Daher ist es sehr schwierig, diese Dinge dort zu machen, es sei denn, sie haben diese Art von Beziehung aufgebaut. Viele Eltern tun das, aber das ist nicht allen möglich. Daher denke ich, dass die Pflicht definitiv beim Bildungssystem liegt. Aber gleichzeitig sind dies die Art von Dingen, die dem Kind von jemandem erzählt werden muss, dem es vertraut. Jemand anderes, der dir egal ist, wenn einer kommt und all diese Dinge sagt, denke ich nicht, dass es funktionieren wird. Es geht also darum, solche Menschen in Schulen hervorzubringen, dass Kinder ihnen vertrauen, dass sie über diese Dinge sprechen können und die Kinder offen genug sein werden, um die richtigen Fragen zu stellen. Ich denke, das ist wirklich notwendig, um ein gesundes Umfeld zu schaffen, insbesondere um Sicherheit für Mädchen im Jugendalter zu schaffen und Schutz vor verschiedenen Krankheiten und anderen Dingen, die sich verbreiten. Andernfalls bekommen sie wilde Informationen überall im Internet und sie recherchieren alles. Und wer auch immer sie anleitet, bestimmt, wie es weitergeht. Es ist besser, wenn zumindest eine verantwortungsbewusste Person das erzählt, auch wenn man sie nicht mag. Zumindest kann man diese Person zur Verantwortung ziehen, wenn sie einen Fehler macht. Im Internet kannst du niemanden zur Verantwortung ziehen. Aber es ist notwendig in der Gesellschaft, denn wir sind eine Gesellschaft an einem Scheideweg. Dies ist die erste Generation von Frauen, die ihre Häuser verlassen, um zu arbeiten. Sie müssen aufgeklärt werden. Sie mögen Erwachsene sein, aber trotzdem haben viele von ihnen keine Ahnung, wie die Welt funktioniert und sie können sehr leicht missbraucht werden. Das passiert täglich. Und die jüngeren Mädchen sind wahrscheinlich besser aufgeklärt als die etwas älteren, weil sie wahrscheinlich mehr Zugang zu Informationen haben. Ich denke, es ist sehr notwendig für die Sicherheit der Frauen, für ein verantwortungsvolles Verhalten von den jungen Männern. All diese Dinge. Nicht, dass alles behoben werden könnte. Aber es ist definitiv besser, wenn sie darüber aufgeklärt werden, anstatt versteckt zu spielen und es in der Seitenstraße zu lernen.